Herzlich willkommen bei einer erneuten Vorstellung der Eierdiebe. Wir sind heute unterwegs und wollen verschiedene Sachen fertig bauen bzw. Etwas für künftige Zähmungen veranstalten, nämlich Kibbel kochen bzw. herstellen mit dem Agushima Kibblomat. Das wollen wir euch nachher zeigen. Mit dabei heute sind Palain. Hallo zusammen. Und natürlich Asrak. Hi. Hab gerade den Mund voll. Tack, tack, tack. Okay, ja. Eins habe ich gerade festgestellt. Anscheinend ist es so, dass die Skorpione nicht profitieren von dem Buff von dem Oviraptor. Das ist durchaus möglich, weil der Oviraptor-Buff ja gebunden ist an die Fortpflanzung. Der hat ja primär, wirkt er sich positiv auf die Fortpflanzung ab, also Verkürzung der Karenzzeit zwischen dem Eierlegen und den Schwangerschaften und eine erhöhte Triebhaftigkeit. Und da die Skorpione noch keine Vermehrung kennen, ist es durchaus möglich, dass der Effekt bei denen ausbleibt. Ah, das heißt, Sinn. Er nimmt aber auch dann die Eier von denen nicht, oder dann doch? Doch, die Eier würde er nehmen. Würde ich zumindest davon ausgehen. Könnte man ausprobieren. Aber davon würde ich eigentlich ausgehen, dass er die Eier auch aufsammelt. Also Eier sind Eier. Das dürfte ihm eigentlich egal sein, wo die her sind. Okay. Und dass der knapp 300 Steine geladen hat, soll einfach nur verhindern, dass er rumläuft. Genau. Das Problem ist schlichtweg, wenn er rumläuft, begibt er sich durch das Rumlaufen in Gefahr. Und sein Zauber, also sprich vermehrte Paarungsbereitschaft und Verbesserung des Eierlegens, die findet auch statt, wenn er sich nicht bewegen kann, aber auf Enable Wandering steht. Das heißt, man muss ihn nur auf Wanderschaft schalten, dann packt man nochmal 3 Stenneisen und 5 Hanteln ins Gepäck, genau. Damit er sich nicht bewegen kann. Und das zählt trotzdem. Ja, Hauptsache der Buff ist an. Dicke Fußkugel angelegt. Ja, genau. Wie früher, ne? So mit die Gefangenen, ne? Mit richtig. Den gestreiften Hemden und Hosen da, ne? So Steinkugel an der genau. Kette und so. Ja, genau so. Genau das ist der Trick. Manchmal frage ich mich so, gab's das wirklich? Oder ist das nur so Hollywood-Kram? Aber es gab's wohl. Also diese Idee, jemanden eine dicke Kugel ums Bein zu binden, damit er nicht abhaut, die ist wohl nicht erfunden. Also aber, das. Aber manchmal wirkt es so irreal, weißt du? Ja. In der heutigen Zeit. Das gibt's tatsächlich. Also die gibt's auch sozusagen als Ausstellungsstück aus dem Strafvollzug oder sowas. Diese Kugeln haben durchaus ihre Berechtigung. Die sind auch auf Fotos von Straflagern, Strafkolonien und was es dergleichen gibt, zu sehen. Also das hat es durchaus gegeben. Und ja, es gibt also relativ wenig, was Menschen antun, was skurril oder brutal wirkt. Da können wir einiges. Also so, was machen wir mit den Mistkäfern eigentlich jetzt hier? Was ist die Idee? Die Mistkäfer machen auch etwas, wenn man sie laufen lässt. Und zu diesem Zweck habe ich ihnen hier ein Häuschen gebaut, ja. Damit auch sie sich nicht in Gefahr begeben. Sie machen nämlich aus... Die wandeln um, ne? Kacke in perfekten Dünger oder sowas. Kacke in Dünger und in Öl. Die produzieren also tatsächlich Öl aus Scheiße. Ja, perfekt. Wie muss die Scheiße zu ihnen gebracht werden oder was muss ist dafür notwendig? Ins Inventory geladen werden. Und zwar so viel, dass sie sich noch bewegen können. Die haben, wenn du dir das Inventory anguckst, ein sehr kleines. Die können also wenig Kilo tragen am Anfang. Also hier haben wir einmal 3 Kilo ja. Drin und 5 Kilo 2 kann er tragen. Der hier kann 6 Kilo tragen und hat 7,9 als Maximum. Und die stellt man dann auf Enable Wandering. Das kann man in dem Einstellrad machen. Und dann bewegen die sich und produzieren im Laufe der Zeit aus dem Mist, den sie an Bord haben, halt die
Öl und Dünger. Da brauchen wir aber noch eine Tür hier, ne? Oder? Sonst haben wir ja, genau. Wir brauchen noch zwei Türen. Ja. Wir brauchen noch zwei Türen. Das wollte ich auch gerade machen. Benutzt deswegen die Armbrust, weil mit dem Fadenkreuz der Armbrust kann man besser zielen, wenn man Eier oder Kacke oder irgendwas aufheben will. Wenn man nicht gerade aufsteigt. es ist einfacher mit irgendwas, was ein Zielkreuz hat, als wenn man so versucht, es anzuvisieren ohne alles. Der Grund. So. So, jetzt haben wir die Tore, die Türe, Tür zu. Ich bin immer noch irgendwie bei Seven Days to Die und will von einem Inventory ins andere rüber switchen, aber das geht so nicht. Ja, ist jedes Mal so eine kleine Umstellung, ne, von den Kontrollen her. Ja. Jedes Mal. Gut. Hammer fehlt noch. Ah, oh Mann, ich will doch nicht aufsitzen. Aber da liegt auch ein Ei, habe ich gesehen, und schon ist es weg. Ich war so frei. Ja, du hast dir das Ei genommen. Große Grüne. So, dreimal Häuflein und 50 Stroh macht er zu einem Dünger hier im Komposthaufen. Genau. Und so, kann ich die Käfer schon anschalten auf rumlaufen? Ich glaube, das habe ich schon gemacht. Auf was leveln wir die? Auf Gewicht? Ich gebe denen immer Gesundheit und ja, ein bisschen Gewicht auch. Damit der Laderaum etwas größer wird, aber im Prinzip. Weil hier ist es ja eigentlich sicher, den können wir ja auf Gewicht ansetzen, sag ich mal. Wir können also ruhig die ersten auf Gewicht geben. Das ist ja kein Problem, klar. Habe ich mal gemacht. Ja. So, jetzt haben wir dieses Gehege für die Mistkäfer. Hier oben wächst und gedeiht langsam auch unser Beet. Früchte des Waldes, hätte ich beinahe gesagt, aber es ist es ja nicht. Obwohl, streng genommen eigentlich schon. Streng genommen schon. Eigentlich sind es ja Waldgewächse, die nur irgendwann kultiviert wurden durch den Menschen. Also von den Gemüsen werden wir für das Kibbelherstellen einiges brauchen. Das heißt, wir ernten sie gerade mal ab. Ja, oh, ich sehe ein super Ei. Ich stehe ja so auf Eier. Da. Ja, lass mich da hinten, lass mich zu deinem Eichen. Nein, ich wollte dich nicht hauen. Was mal nochmal ducken? C. Ach, echt. Hast du dem Kano eins weggenommen oder was? Nee, ein Para, glaube ich. Wie stelle ich mich denn wieder hin? War das wieder? Wieder C. Ja. Ich bin noch in 7 Days to Die irgendwie. So, hier waren die Eier drin. Para-Ei rein. 31. Oh, was eine schöne Eierparade. Herrlich. Und wir haben lecker, lecker Krempel. Ja. Ja, Himbeeris kommen in mein Inventory, falls mich einer angreift und mich einschläfern will. Will ich nicht. Ja. Gesundheit. Eigentlich müsste man ja den Ellenbogen nehmen, seit neuestem. Wird ja nicht mehr in die Hand so. Guten Tag. Ja, das macht man heute nicht mehr, sondern man nimmt ja den Ellenbogen, aber alte Gewohnheit. Ich kann ja hier niemand die Hand schütteln. Oh, Hundealarm. Hundealarm. So. Wie sieht's denn überhaupt aus? Rüstung gut. So, Kippelherstellung oder was war angesagt? Das, wir wollten das ja mal zeigen, den Kiplomat, den müssen wir eigentlich erstmal bauen, fürchte ich.
Okay. Wie baut man den? Den baut man hier an der an dem Superfabricator von dem Akushima-Mod. Der läuft mit Elektrizität. Ja. Aber den muss man vorher gelernt haben, ne? Freigeschaltet haben. Ja. Kannst du ihn mal bauen, dann gucke ich ihn mir gerade an, bevor er gesetzt wird. Der ist hier, der steht hier schon, den haben wir schon. Haben wir den schon? Ja, ja. Wir brauchen noch ein bisschen Kristall und wir brauchen vor allen Dingen 100 Metall. Kristall hast du da drüben, Gott. Dann gucken wir, ob wir hier direkt kein Metall mehr haben. Blöd. Kristall habe ich hier. Würfelkristall? Ich nehme mal 100 mit. Ne? Ja, so viel brauchen wir nicht. Ja, aber im Floß war noch Metall ein bisschen. Wir werden bald wiederholen müssen, denke ich. So, jetzt haben wir 80 Kristall drin. Könnt ihr denn Eisen rein? Ich habe Eisen. Also Metall. Hast du? Okay. So, und das ist jetzt hier unter Structures der Kiblomat 2000. Ja, ich habe hier gar nichts erstmal. Ich habe noch nichts gelernt. Ach so, den hast du nicht gelernt. Nee. Ja, gut. Das heißt, du musst den erstmal bauen. Oh, ich habe ein Level. Da ist er. Sieht aus wie ein Kühlschrank im Prinzip. So. Okay, Kiblomat, habe ich gesehen. So, wo stellen wir den denn hin? Ja, thematisch passt er am ehesten da in der Ecke mit den Kühlschränken. Ja. Dann klatscht man einfach mal rein, ne? Ich weiß ja nicht, wie groß er ist, das musst du machen. Ja, man kann hier an die Tür oder wir können ihn hier. Ach, wir haben einen Ofen hier. Ja. Ein Elektroofen. Ja. Ich kann es mal ausprobieren. Was kann man da machen? Wie geht der? Ist der Elektroofen auch Akushima? Ja, genau. Und was geht da? Ah, da ist der Kiblomat. Cool. Da passen 10, gleichzeitig 10 Positionen rein. Das ist hervorragend geeignet, um zum Beispiel Prime Meat, wenn man größere Mengen hat, gleich zu verwursten. Er macht interessanterweise erstmal dieses Juicy Steak. Ich sehe es gerade, ja. Das verfällt nach kurzer Zeit im eigenen Inventory zu normalem Fleisch. Okay. Und mit Prime Meat macht er das auch. Das ist also dann Juicy Prime Meat. Ja. Oder Juicy Prime Steaks. Ja. Die dann auch eine gewisse Zeit brauchen, bis sie sich umwandeln in das Normale. Was bringt dieser Zwischenschritt oder wofür ist der oder was macht der? Ich nehme an, dass der Zwischenschritt wohl mal aus entwicklungstechnischen Gründen erforderlich war. Denn er hat den Zwischenschritt auch bei der Umwandlung von Metall in fertiges Metall, also von Rohmetall in fertiges Metall. Da hat er auch einen Zwischenschritt drin. Vielleicht aber auch nur, damit es besser aussieht. Das kann ich jetzt so nicht sagen. Wandelt sich das, also wenn ich das Juicy Steak nehme und packe es in den Kühlschrank, wandelt sich das automatisch oder muss ich es erst im Inventory haben, damit sich es wandelt? Das wandelt sich automatisch und wird dann umsortiert. Es ist aber so, wenn du jetzt, wie wir hier drin, glaube ich, haben. Ne, hier haben wir keins mehr drin. Das dauert eine Weile, bis es sich umwandelt. Okay. Ja. Also das ist jetzt sozusagen der Kochtopf oder der Brenner ohne Benzin oder sonst was, sondern der bekommt seinen Saft sozusagen einfach nur durch Strom anmachen, gut ist. Genau, das ist ein Elektroherd. Er ist nicht so schnell wie der große Grill, der mit dem Benzin betrieben wird, aber immerhin, ich meine mit 10 Positionen macht er da schon ganz ordentlich. Interessant ist, wenn man Primate oder ähnliches reinschmeißt, das erführt dann eine Verlängerung der Haltbarkeit. Also das heißt, wenn du es schaffst, das Zeug in den Ofen zu stecken, dann wird es wahrscheinlich auch fertig.
gekocht. Okay. Dass es dir da was drin kaputt geht, dürfte eher selten der Fall sein. Ja. Okay. Jetzt der Kiplomat, den kann man auch ein- und ausschalten. Ja. Nehmen wir mal einen ganz einfachen Kippel. Welcher wäre denn da sinnvoll? Also was sinnvoll für uns wäre auf jeden Fall Rex, also Kippel, Moment, ich sag das gerade mal. Ja. Ich stehe auch drin. Welches dritte von oben, vierte von links, wo, was, wie? Also sinnvoll ist, die Kippel richten sich hier nicht nach den Eiern, die verwendet werden. Normalerweise heißt es ja, man macht Stegok-Kippel für Argentavis. Hier steht direkt Argentavis Food. Das sind dann also quasi Stegokibbel, die da gebaut werden. Und man sieht als Rezept, der zweite, man sieht also als Rezept, der braucht Fleischpaste und Eierpaste, Fiber und Prime Meat Jerky. Das will er haben. Moment, und du bist bei Argentavis? Argentavis Food. Fasern, Räucherfilet. Ja. Hab ich hier, okay. Haben wir dieses Genetic Meat und Genetic Egg? Das also Fleisch und Eipaste? Wo haben wir die eigentlich? Ja, die haben wir im Kühlschrank. Die habe ich auch gesehen irgendwo. Lass mal gucken. Die haben wir in einem der kleinen Kühlschränke. Genau. Leute, wenn ihr mir gerade mal sagt, wo wir Carlos geparkt haben, könnte ich ein bisschen Metall holen gehen mit ihm. Wer ist Carlos? Der steht hier mitten quasi auf der freien Fläche. Und er heißt Don Carlos jetzt. Geradeaus hier. Ich sehe ihn von hier aus. Der große Rabenähnliche. Ach, das Berry passt. Also Genetic Egg habe okay. ich. Er ist das für mich im Boden verschwunden. Deswegen habe ich schon gute Punkte. Achso, okay. Okay. Die Fleischpaste, ich sehe hier die Fleischpaste gerade mal nicht. Das ist Normal Mainz. Ah, Normal Mainz. Okay, dann brauchen wir Fasern und was war das? Räucherfilet. War das hier drin? Nein, natürlich nicht. Räucherfilet, da haben wir mal 6. So, dann wollen wir doch mal probieren, ob wir das Zeug herkriegen. Ich habe natürlich keine Fasern an Bord. Prima vorbereitet. Jo. Fasern, da sind sie. Und dann stellen wir jetzt mal. Ah, da werden sie blau, was alles geht. Wie viele genau stellen wir denn her? Geh mal drauf auf Argentavis Food und guck mal, wie viele er machen kann. Gegenstand herstellen. Bei. Ja. Ach, da oben steht's. 19 mal die Fleischpaste. Genau, der braucht also sehr viel Fleischpaste dafür. Ja. Gut, läuft jetzt gerade 2-mal. Und da kannst du ruhig hier aus dem Schrank noch mehr holen, weil Fleischpaste haben wir eigentlich noch einiges. So, jetzt habe ich Argentavis Food. Ja. Sieht aus wie so ein Düngersack. Ja, genau. Und das ist jetzt der Kippel. Nein. Nein. Das ist jetzt die Verpackung, also der verpackte Kibbel. Der Vorteil an der Geschichte ist, normalerweise hat Kibbel ähnlich wie viele andere Sachen eine Verfallszeit. Ja. Aber solange wie es eingepackt ist, ist es das nicht. Also das heißt, in dem Moment, wo du es auspackst, und um es zu verwenden, musst du es erst auspacken, dann läuft der Timer für den Verfall. Das vorher kannst du es einfach in den Schrank lagern, ohne Kühlschrank oder sonst was. Mhm. Und es wird nicht schlecht. Oder im Gepäck mitnehmen. Jetzt würde ich das gerne zum Test auch für die Zuschauer, um zu zeigen, wie das funktioniert, gerne mal auspacken. Das heißt, ich auf Benutze. Ja. Da kommt ein Geräusch, als ob er es essen will. Und jetzt habe ich den Kippel. Und da steht auch die Zeit. Mhm. Alter, das
Das verdirbt ja in ein paar Jahrhunderten erst. Okay. Ja gut, aber es verdirbt. Das ist halt der Punkt. Genau, und es ist ein Kippel. Mhm. Passend für den Argentavis. Ja, beziehungsweise für alles andere, was auch Stegokibbel frisst. Das ist jetzt dummerweise halt nur der Argentavis. Denn was du da in der Hand hältst, ist jetzt Stegokibbel. Das müsste auch sozusagen so etikettiert sein, das Ausgepackte. Stegoei. Ja, genau. Trockenfutter, Stegoei steht da. Ja. So, das heißt. Das ist tatsächlich auf Deutsch übersetzt. Wo steht's hier? Oh, das ist ja interessant. Cool. Warum? Weil das eigentlich ein Mod ist und ich hätte nicht gedacht, dass sie die Mods auch übersetzt haben. Okay. Weil das kommt also, ja normalerweise nicht vor. Also ich habe ihn ausgepackt und hier steht Stegoei. So, ich stelle jetzt noch mal ein paar her und mir ist jetzt was ausgegangen. Muss ich gleich gucken, was. Fleisch wahrscheinlich. Ich hatte, glaube ich, 200 Fleischpaste reingeworfen. Ja, der braucht ordentlich. 19, ja. Da bist du eigentlich, ja. Wahrscheinlich geht mir das Fleisch aus. Also, stellen wir jetzt erstmal noch ein bisschen was her. Und da haben wir das nämlich über. Achso, hier kocht noch das Fleisch. Juicy. Wir brauchen rohes Fleisch zum. Zum was Herstellen. Denn? Ah, ne, das Räucherfilet ist das, was ausgegangen ist. Das ist Jerky. Räucherfleisch. Ah, ja. Räucherfleisch, kein Räucherfilet, schade. Ich glaube, das ist das, was uns fehlt. Ja, ich habe im Boot wahrscheinlich noch welches. Ich gehe es gerade mal holen. Mhm. Das Räucherfilet, wie kriege ich das? War das Fisch? Nein, das ist das Jerky aus dem Räucherschrank. Das wäre Prime Jerky dann. Prime Meat Jerky und normales Meat Jerky. Cooked Meat Jerky. Im Englischen. Ja, ich habe ja leider hier alles auf Deutsch inzwischen. Ja, Filet ist Prime Meat. Prime Meat. Gegrilltes Filet, habe ich noch drin. Irgendwie wandelt es nicht. Mal gucken, ob ich es nach vorne stellen kann. Dann müsste er es vorrangig machen. Weil ich glaube, er brutzelt das, was vorne steht. Die Räucherkammer? Ja. Negativ. Nicht. Sie macht immer eins zur gleichen Zeit. Und wenn Primate da ist, macht sie Primate. Und wenn anderes da ist, macht sie anderes. Und sie macht zwei gleichzeitig, wenn sie Material hat. So, dann schleppen wir das mal hoch. So. Hattest du jetzt den Alchemie-Ding neu gesetzt? Ja, habe ich. Ah, ja. Damit er funktioniert, genau deswegen habe ich das gemacht. Okay. Ich habe mich nämlich gewundert, ich habe geguckt, der geht. Ja, das war ich. War so frei. Gut, jetzt erklärt sich natürlich auch dann damit die Eipaste. Wo ist denn der Unterschied zwischen Genetic und Ankylo oder Dodo Egg Paste? Das wird alles generisch
generische Paste. Und zwar in zwei Schritten. Es wird erst, ja, ich würde Dodo-Eier nehmen, weil wir die am meisten haben. Mache ich gerade zur Demonstration. Es wird erst Dodo-Ei-Paste draus und dann Generic Egg-Paste. Also auch da ist ein Zwischenprodukt da. Das hat aber den Grund, dass das wohl nicht direkt ineinander umzuführen, nicht direkt ineinander zu überführen war. Sonst. Okay, ich habe es angewählt. Aber es geht nichts. Hast du Spark Powder drin? Das Gerät läuft mit Spark Powder. Nee, das hat er mir auch nicht angezeigt. Gut. Sagt er aber oben in der Beschreibung normalerweise, dass du Spark Powder brauchst. Gut, das werden wir holen. Nur gucken, wo es ist. Ach. Hat er alles genommen? Ach, ist ja auch egal. So. Aktivieren. Dann stellen wir mal 10 her. So, ich habe jetzt meine Dodo-Eichen genommen und Genetic-Paste, genau. Der Zwischenschritt ist aber nur ganz kurz, ne? Ja, das dauert einen Moment. Ne, es geht batsch, batsch. Fertig. Also bevor man noch lesen kann, dass es Dodo-Egg-Paste ist, wird es automatisch schon zu Genetic-Paste. Okay. Also ganz kurzer Zwischenschritt. Ja, hier oben steht's. Power, also Spark Powder and Grid and Spray. Also muss man nur dran denken, man braucht das Zündpulver, wie es in Deutsch heißt. Und dann wandelt er um und man kriegt Eierpaste. Ja. Und dann braucht man auch nicht ein ganz spezielles Wesen. So, ich deaktiviere das jetzt gleich nochmal. So, deaktiviert. Und da haben wir die Eipaste. Genetic Eipaste. Werfen wir jetzt hier rein nochmal. Quatsch. Und da wird noch ein Rexfutter hergestellt. Ja. Weil unsere Skorpione sind ja ein bisschen legefaul, also habe ich gedacht, nehme ich ihnen das ab. Genau. Im Kühlschrank sind auch nochmal 30 Prime Meat Jerky. Also du kannst dann mit den Agentavis Futter weitermachen, wenn du willst. Mhm. Man kann in dem Alchemie-Kit auch aus Prime-Meat Paste machen. Ich sehe aber nicht, wo das sozusagen explizit gebraucht würde. Das kann sein, dass das eine alte Einstellung war und dass er das rausgenommen hat, aber das sieht ein bisschen anders aus als normales Fleisch, hat aber, glaube ich, keinen Vorteil. Mhm. Muss ich gerade mal spaßeshalber gucken, wie viel, was für ein Rex wir uns dafür leisten könnten für die 12, die wir haben. Wie viel brauchen der? Das kommt drauf an, auf den Level. Ja, und es kommt ja drauf an, was für eine Einstellung wir für Szenen drin haben. Da haben wir ja 5 eingestellt. Und dementsprechend, das ist der falsche. Also es lohnt sich in jedem Fall, beim Akushima-Mod auch dieses Ding hier zu verwenden, weil die Eier jetzt Allrounder sind sozusagen. Also wenn einer sagt, boah, ich habe keine Lust, mir jedes Vieh zu holen, nur um das passende Ei zu haben, hier ist die Lösung. Da reichen auch eine Dodo oder eine Dilo-Farm oder sowas Kleines. Es kann im Prinzip jedes Ei benutzt werden. Das ist der Vorteil. Ja. Das muss man mal einfach so festhalten.
und es macht vieles einfacher. Jetzt ist es ja so, man kriegt ja auch so spezielle Teile, Knochen von dem, Füßchen davon, die man normalerweise wegwirft. Oder so Pflanzensamen wirfst du ja auch normalerweise weg. Auch die können verwurstet werden. Ja. Magst du darüber kurz noch mal ein bisschen referieren? Ich will gerade suchen, Sekunde, ich will gerade gucken, was wir uns für einen Rex leisten können. Okay. Dazu hole ich mir einen Zähm-Kalkulator. Zähm-Kalkulator? Ja, da gibt es mehrere Seiten, die da relativ gut einstellbar die Werte haben und die ausspucken. Also wir können im Prinzip... Level 3. Nein. Wir können bis Level 137 in Rex zähmen mit den 12 Kibbel, die wir haben. Ja, ja, schön. Das kriegen wir hin, oder? Erstmal einen Rex finden, der bereit ist, sich von uns schlafen legen zu lassen. Ich wollte gerade sagen, wir brauchen erstmal einen 137er, der sich auch schlafen legt. Das ist ja so ein bisschen... Nein, kein 137er, wir brauchen nur einen friedlichen Rex. Einen friedlichen Rex. Mhm. Einen friedlichen Rex. So Level bis 50 oder sowas. Ah ja. Weiß, sonst kriegen wir Probleme. Ich möchte nicht als Rexfutter enden. Aber das kommt ein bisschen drauf an. Wie sieht das aus mit dem Agenta Wies bei 6 Kippel, wenn du schon die Seite offen hast? Das kann ich gerade. Moment. Da ist es, glaube ich, nicht ganz so üppig. Also so ein Adler wäre schon nicht schlecht. Ja, ja. Naja, eine kleine Adlerflotte. Mit 6 Kibbel kriegen wir maximal, Moment, einmal Level 100. Ja, das ist doch in Ordnung. Das reicht doch schon vollkommen. Also Ansprüche können auch klein sein. Ja, und man kann es natürlich kombinieren. Man kann also quasi Kibbel kombinieren mit irgendwas anderem und kann dann quasi damit ergänzen. Das ist schon möglich. Nur halt... die Idealvorstellung ist die mit kompletten Kibbel, weil man da halt auch die größte Effizienz bekommt. Unbedingt. Wenn du magst, bevor natürlich die ersten Anfragen der Zuschauer kommen, auf welcher Seite schaust du denn nach, um dich schlau zu machen? Also ich verwende im Prinzip, das ist so ein Traditionsding, weil die Seite mit am angenehmsten meiner Ansicht nach war. www. Genau, www, Doppelpunkt, Doppelslash, nee, doch, genau. Egal, wie heißt es? ARK, also, ARK? Genau, ARK.crumplecorn. Jetzt also, darfst du es sagen. Ich wollte gerade sagen, das buchstabiert man halt besser. Das ist also Cäsar, Richard, Udo, Michael, Paula, Ludwig, Emil, Cäsar, Otto, Richard, Nordpol und dann .com. Nochmal einen einzelnen Buchstaben für die, die das nicht kennen mit dem Buchstabieren für Funkgesteuerte. Ja, das war ja nicht ganz perfekt. Ach siehste, da muss man sogar das Taming angeben. Hinten noch. / Taming dann. Mhm. Und in normaler Buchstabierung, also ARK.CRUMPLECORN.com. COM. Und dann / also das heißt / Taming. TAMING. Und dann nochmal ein / Und da landet man auf einen Kalkulator, der tatsächlich auch für die Exoten die entsprechenden Angaben hat. Exoten wären jetzt also zum Beispiel der Gigantopithecus für die passive Zähmung des großen Affen. Wie viel Meoberries, wie viel Titanboa-Kibbel man braucht. Oder dann tatsächlich auch für den, wo haben wir den Manta, wo drin ist, dass das Vieh Anglergel braucht. Also das heißt, die haben alles berücksichtigt. Die sind normalerweise auch bei einem Update von ARK sehr schnell dabei, mit den neuen Daten, die einzufügen. Haben die meisten schon innerhalb der ersten 24 Stunden die kompletten Daten.
dann meistens noch mit dem Vorbehalt, so von wegen noch nicht ganz sicher die Daten, aber das ist halt sehr schön dort gemacht. Es gibt aber, wie gesagt, auch noch andere Seiten, im Prinzip einfach mit dem Stichwort Taming und Arc, da wird man wahrscheinlich mittlerweile erschlagen. Es gibt es auch als App mittlerweile für die Smartphones in diverser Art und Weise. Aber Crumplecorn ist halt sozusagen der, den ich am frühesten benutzt habe und bisher auch am zuverlässigsten fand. Okay, gut, dann haben wir das auch mal geklärt für unsere Zuschauer, die ja vielleicht da auch ein Interesse dran haben. Ja. So, jetzt haben wir auch Kippel für AgendaWiz. Wir haben mal gezeigt, wie der Kippelomat funktioniert in Zusammenarbeit mit dem Alchemie-Kit. Ja. Ja. Was der Alchemie-Kit halt, das war das, was du vorhin meintest, was der noch mehr kann. Das ist in diesem Fall, man kann, wenn man hier nach unten scrollt, sieht man, dass man Beerenöl, Blueprint Berry Seed Oil machen kann. Ich habe jetzt, von was habe ich denn genug? Dimberry-Samen zum Beispiel oder Narkotik-Samen. Genau. Ganzen Samen. Ja, nicht alle. Leider den von den normalen großen Gemüsen nicht. Also nicht von Mais, nicht von Kartoffeln und nicht von... Aber die ganzen Beerensamen, die kann man da reinwerfen. Das gibt dann Berry Seed Oil. Ja. Und das kann man weiter verwenden dann zu verschiedenen Tränken. Genauso ist es, man kann was ja... Was mache ich mit dem, wenn ich unterbrechen darf, was mache ich dann mit so einem Trank, wenn ich den jetzt aus Dimberries gemacht habe? Das wo wird, der Stimberry, das wird alles nur Beerenöl, so. Und das kann man weiterverarbeiten. Es ist so, diese AgendaWiz-Krallen, die Ärmchen vom T-Rex, die Zähne vom Megalodon, also vom Hai, und die Wirbelkörper vom Brontosaurier, die man normalerweise braucht, für die Bosse zu rufen in den Arenen. Für die hat man ja dann irgendwann keine Benutzung mehr. Und wenn man dann also quasi die Brutmutter, den Affen und den Drachen niedergerungen hat, dann hat man eigentlich keine Verwendung mehr. Bei Akushima ist es möglich, die zu einem Pulver zu zerstoßen. Zusammen und mit Chitin, genau, ich sehe es. Genau, und mit verschiedenen anderen Bauteilen dann. Es wird da zum Beispiel eine Glasflasche gebraucht, die kann man herstellen in der Forge, in der Elektroforge aus dem Akushima-Mod. Dieses Berry Seed Oil und halt die verschiedenen Pulver und kann dann daraus die Tränke machen, die man bereits kennt. Hier eine Hitzetinktur, eine Kältetinktur für verbesserte Ausdauer, eine Tinktur für Geschwindigkeit und Constitution, das wird also eher die Gesundheit sein, beziehungsweise die Fortitude. Speed wird die Geschwindigkeit sein. Es gibt eine, die hier nicht erscheint, die sozusagen cheatmäßig für den Admin verwendbar ist. Das ist eine. Was? Das wollen wir ja nicht. Nee, das nicht. Aber man kommt auch nicht dran. Der Richtigkeit halber sei sie wenigstens erwähnt. Die reduziert dein Gewicht. Das heißt also, die trinkst und hast dann nur die Hälfte des Gewichts an Bord. Die ist also ziemlich übermächtig und deswegen ist er halt auch nicht offiziell erreichbar. Ja. Genau, hier nochmal gezeigt, in diesem Ofen, in diesem elektrischen Ofen, in diesem Schmelzofen, hier lässt sich eine Flasche herstellen. Ja. Stell mal 8 Stück her. Da sind sie. Hier kann man diese Flaschen, die man dann braucht, herstellen. So, wenn wir die 8 haben, dann kann ich die schon mal rüberpacken. Da haben wir schon mal so ein bisschen was. Ja. Nur fürs Verständnis, diese Tinktur für Hitze.
Brauche ich die, wenn ich in kalte Gegenden fahre oder wenn es mir zu heiß wird? Die ist, das ist ja immer so ein bisschen der Punkt gewesen. Ja, nee, also die Tinktur für Hitze hilft dir, Hitze besser zu ertragen, und die für Kälte hilft dir, Kälte besser zu ertragen. Die ist hyperthermal, genau, also reduziert die Hitze, die auf dich einwirkt, sozusagen. Respektive schafft dir Erleichterung, wenn es zu heiß ist. Gut. Dann haben wir das auch. Und ihr seht, ganz rechts, die Glasflasche ist grün. Das heißt, wir haben auch eine Glasflasche schon hier für die Tinktur. Und ja. Ich war jetzt auf Freie und habe nochmal 4 Argentavis-Futter in Auftrag gegeben, damit wir halt... Ja, mir fällt gerade aus, wir haben ein bisschen wenig Beleuchtung hier in unserer Bude. Wir haben hier einen Scheinwerfer, das war's. Na ja, gut, das... dann müssen wir vielleicht noch ein bisschen nachsetzen. Wir ich können... Ja, wir können Deckenleuchten hier anbringen, das ist kein Problem. Sehr schön. Ich muss mal, die kann man hinten in dem Ding bauen. Du läufst so in Zeitlupe, hat das einen Grund, oder? Ja, das hat einen Grund. Bist du überladen? Ja, so ein bisschen. Okay. Ich habe jede Menge gelumpt bei mir. Mal wieder. So, ich habe inzwischen 19 Argentavis Food dabei, beziehungsweise 20 mit dem schon geöffneten. Und Ui. Das ist ja mal eine Maßnahme. Damit kriegen wir, denke ich, schon den einen oder anderen Vogel platt. Aber hallo. Jetzt brauchen wir natürlich nur Betäubungspfeile, und mir fällt auf, da könnte ich mal noch welche machen. So. Hier gibt es unter Electric gibt's, verschiedene Lichter, für die wir Metall und Glasplanen brauchen. Die Glasplanen stellt man her hier in dem elektrischen Hochofen. Jetzt haben wir aber dummerweise... Ja. Glasplane, Kristalle brauchen wir dafür. Ja. Da können wir ja von hier drüben teilnehmen. So, ich werfe gerade mal 15 Kristalle rüber. So, jetzt aktivieren. Also 3 Stück kann man erstmal herstellen mit den paar Kristallen, die wir haben. 4 Kristalle brauchen eine. Ja, Glaspaneele, da sind sie in Produktion. Und ich brauche noch Eisen. Da haben wir hier. Ah, jetzt kommen ein paar mehr dazu. So. Während wir den Sonnenuntergang entgegenblinzeln, stelle ich noch ein paar Narkotikpfeile her. Weil... Wir wollen ja uns vorbereiten, ein paar Flieger zu holen. Im Moment haben wir nur einen Argentavis, ne? Ja. So, jetzt habe ich 23 Betäubungsbolzen, 123, und das, denke ich, reicht auch. Jetzt ist es richtig dunkel. Ole, ole. Ja, dann haben wir wenigstens jetzt mal so ein bisschen Einblicke gegeben, was kann denn eigentlich ein Akushima-Mod so an den Kleinigkeiten, die man hier machen kann, an Pflanzen, Samen, Eier und so, da ergeben sich natürlich völlig neue Möglichkeiten. Und ich glaube, an dieser Stelle werden wir uns auch verabschieden. Ja, genau. Das ist jetzt zumindest ein kleiner Einblick mal gewesen in dem, was der Mod bietet. Das Ding ist einfach zu laut auf Dauer. Würde ich sagen, dann stellen wir weitere Sachen im weiteren Verlauf dar. Halt jeweils, wenn die Sache spruchreif ist, wenn sie
benutzt wird, wenn das Thema wieder drauf kommt. Ansonsten würde ich sagen, wir haben jetzt ein bisschen Vorarbeit geleistet und werden jetzt demnächst uns wahrscheinlich auch in Bewegung setzen, dass wir unser Kibbel an den Mann bzw. an das Vieh bekommen. Dann deshalb würde ich sagen, schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt so von wegen, wo gibt's denn jetzt eigentlich diese Argies? Ja, ich gebe das Wort weiter an Azrak. Ja, ich halte die Fackel und freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, tschüss. Und an Palin. Auch von mir, tschüss und bis zum nächsten Mal. Gut, Aufnahme Ende.